Gut, dann legen wir mal los. Die Uhr tickt. Habe ich ein bisschen was aufzuholen. Ja, schönen guten Tag. Ich bin der Lenz Grimmer, aktuell bei der Firma IT Novum tätig. Ich habe meinen letzten Vortrag auf der Kilos, glaube ich, noch gemacht, als ich noch bei MySQL war. Also ist schon ein paar Jährchen her, aber freue mich wieder hier zu sein. Dieses Jahr möchte ich was zu einem neuen Open Source Produkt-Projekt erzählen, für das ich jetzt verantwortlich bin, und das ist das Storage Management System OpenATIC. Aber generell wird es in dem Vortrag rund um das Thema Storage unter Linux gehen. Erstmal so ein bisschen den Kontext setzen, was die Problematiken da sind. Schauen wir mal auf die Agenda. Wenn ich meinen Klicker anmache, dann sollte da auch was funktionieren. Bisschen was über mich und die Firma. Dann, was wir so im Bereich Storage aktuell an Herausforderungen sehen, was die Anwender und Administratoren so umtreibt, welche Lösungsmöglichkeiten sie da haben, welche Probleme es vielleicht mit den Strategien gibt, um einfach mal einen Einblick zu kriegen. Dann gehe ich ein bisschen in die Buzzwords der heutigen Zeit ein: Unified Storage, Software Defined Storage. Was versteht man darunter oder was verstehen wir darunter? Da gibt es auch viele Meinungen zu. Um dann anschließend über OpenATIC zu erzählen, was halt eben eine Lösung in diesem Themenkomplex ist, die wir entwickeln. Fangen wir mit der Vorstellung der Firma IT Novum an. Ich habe im Juli dort angefangen. Die IT Novum ist eine Firma, die sitzt in Fulda. War ursprünglich mal ein ausgegliederter Rechenzentrumsbetreiber für eine größere Firma. Also die haben den RZ-Betrieb für ein größeres Unternehmen gemanagt, wurden dann irgendwann ausgegliedert und haben sich jetzt so nach und nach in einen Dienstleister umgewandelt, mit der Kernkompetenz oder dem Fokus eben Lösungen basierend auf Open Source in Kombination auch mit kommerziellen Produkten zu bilden. Ein Schwerpunkt davon ist zum Beispiel so Sachen wie IT-Monitoring. Es gibt mit dem OpenIT-Cockpit zum Beispiel ein Produkt, was Sie im Portfolio haben, wo Sie auf Nagios-Basis eine Oberfläche entwickeln, die halt eben einfach Systemmonitoring im klassischen Sinne betreibt. Haben das Ganze dann aber noch mit weiteren Komponenten zu einer sehr runden Gesamtlösung zusammengestrickt, also andere Open-Source-Komponenten, die da zum Einsatz kommen, ist zum Beispiel das OTRS. Was es wirklich ausmacht und was mich auch sehr fasziniert und überzeugt hat, war einfach die Art und Weise, wie diese Komponenten zusammengefügt zu einer Lösung worden sind. Also, um ein Beispiel zu nennen, wenn dem Monitoring irgendwie ein Server auffällt, der halt irgendwie Probleme macht, ist das OpenIT-Cockpit in der Lage, Fehlerkorrelation zu betreiben. Wenn es zum Beispiel jetzt feststellt, das sind fünf Rechner, die jetzt auf einmal gleichzeitig Warnungen ausspucken. Und da ist auch noch ein Switch davor. Und eigentlich ist der Switch das Problem. Dann kann ich die Alerts für die darunter hängenden Server eigentlich erstmal ausblenden, weil die können einfach nicht antworten, weil der Switch davor ausgefallen ist. Das heißt, diese ganzen Fehlerberichte kann ich dann eigentlich schon mal rausfiltern, um den Admin nicht einfach mit einer Flut von Warnmeldungen zu erschlagen. Es wird dann automatisch im OTRS ein Ticket aufgemacht mit dem entsprechenden Dringlichkeitslevel. Und wenn dann ein Admin in seine Queue reinschaut und das Ticket annimmt, wird auch das Alerting an der Stelle entsprechend wieder umkonfiguriert, dass halt jemand an der Sache arbeitet und der Status geändert wird. Ganze Inventarisierung ist da ein Thema mit dabei, also dass ich meine Assets unter Kontrolle habe, Konfigurationsmanagement, all diese Aspekte, die man so im Rechenzentrumsbetrieb heute hat, kommen da in einer Gesamtlösung zusammen und werden darüber verwaltet. Ja, 2000 Konzerntochter, genau, bla bla bla. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, das ist unsere Standardfolie dazu. Wie gesagt, ich bin erst seit Juli dabei, das habe ich jetzt im groben Detail auch noch nicht so drauf. Der Teil, für den ich zuständig bin, ist hier unten unsere OpenATIC-Lösung, die bei uns im Bereich Infrastructure und Operations angesiedelt ist. Da gehört eben auch das OpenIT-Cockpit-Monitoring-System dazu. Aber wir machen auch ganz klassisch Projekte und Dienstleistungen rund um, ja, IT-Infrastruktur, kann man sagen, basierend auf Open-Source-Komponenten, aber auch im Zusammenspiel mit proprietären Geschichten. SAP ist zum Beispiel bei vielen Kunden bei uns auch ein Thema, ja, was halt so anfällt. Gut, kommen wir zum eigentlichen Kernpunkt: Storage und die Herausforderungen der heutigen Zeit. Da gibt es viele Studien zu. Kommt auch immer ein bisschen darauf an, wer die Studie erstellt hat, was so die Intention ist. Aber ich glaube, unbestritten ist, dass die Speicheranforderungen in der heutigen Zeit und die Datenmengen eigentlich nur stetig wachsen und in immer größere Dimensionen auch aufschreiten. IDC hat dazu mal eine Studie gemacht, dass sie davon ausgehen, dass aktuell das Datenvolumen sich alle 2 Jahre verdoppelt und man von 2013 bis 2020
von einer Verzehnfachung ausgeht, wo wir dann bei ungefähr 44 Zettabyte an gespeicherten Daten wären. Zum Kontext, ein Zettabyte sind 1 Milliarde Terabyte. Also das ist schon ein bisschen was an Platten. Ja, ist eine Herausforderung, wie man das bewältigen will. Dazu kommt, auch wieder aus dieser IDC-Studie, dass 3/4 davon unstrukturierte Daten sind. Das ist also wirklich, nehmen wir eine Social-Media-Site, die User laden da ihre Bilder hoch, ihre Videoclips, mal irgendein anderes Attachment. Also wirklich Daten in allen möglichen Größen und Formaten, die man irgendwie verarbeiten und strukturieren und sortieren und wegspeichern muss. Dazu kommen auch klassische Datenbanken, die immer größer werden. Big Data ist ja da auch ein schöner Buzzword-Begriff, den man da öfters hört. Das muss irgendwo gespeichert werden. Bei unstrukturierten Daten ist das Wachstum auch wieder laut IDC bei ungefähr 65% pro Jahr. Hängt natürlich jetzt sehr davon ab, in welchem Geschäftsbereich man sich bewegt. Internet of Things ist auch so ein Stichwort, was man da gerne mit hört. Also, dass mittlerweile jedes kleinste Gerät einen Sensor und eine IP-Verbindung aufbauen kann und dann irgendwelche Messdaten irgendwo hinschreiben will, die auch wiederum gespeichert und ausgewertet und irgendwie verarbeitet werden müssen. Also die Daten, mit denen wir es zu tun haben, werden vermutlich nicht weniger. Klassische Strategien, wie gehe ich dagegen an? Ja, ich kaufe einfach mehr Server, mehr Storage, mehr Hardware. Das ist jetzt aus einer Studie von Seagate, klar, die verkaufen Festplatten. Die Teilnehmer der Studie, die befragt wurden, Platz 1 bei ihnen war wirklich, wir kaufen einfach noch mehr Systeme, stellen noch mehr Boxen daneben. An zweiter Stelle steht dann einfach das, was man hat, irgendwie weiter aufzurüsten, ausbauen zu können, um die Systeme besser nutzen zu können, bis sie halt irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Frappierend war in dieser Studie, dass an letzter Stelle stand, dass man mehr Personal dafür einstellt. Also Leute, eher weniger, Hardware ja. Bei den Speichersystemen gibt es den Unterschied, dass man entweder alles immer nur vom gleichen Anbieter kauft und noch mehr dazu tut. Hat das so gestört? Okay, sorry. Ist mein Stimmchen zu zart? Ich weiß, ich muss ein bisschen lauter sprechen. Oder man kauft halt von verschiedenen Anbietern. Das hängt jetzt davon ab, welche Strategie ich in meiner Firma fahre, ob ich alles aus einer Hand möchte oder ob ich lieber auf verschiedene Anbieter setze. Nehme ich proprietäre Systeme oder nehme ich irgendwas off the shelf, wie es so schön heißt, also einfach was von der Stange. Aber das Problem ist halt, das wird hier auch nochmal gezeigt, der Quotient aus Datenmenge pro Admin wird immer größer, weil Admins sind auch ein bisschen schwierig zu bekommen, gerade im Umfeld Rechenzentrum, Storage, die Leute lassen sich das auch gut bezahlen, ihr Know-how, was sie sich da aufgebaut haben. Das heißt, das Wachstum des Storage haben wir auf der einen Seite, IT-Budgets, wenn man da überhaupt von Wachstum sprechen kann, die kommen dann meistens auch gar nicht so hinterher. Das heißt, wir haben zwar keine Kohle, müssen aber immer mehr Daten speichern und das ist irgendwie so eine Schere, die auch immer weiter auseinander geht. Vielerorts hat man dann auch wirkliche Storage-Silos, wo man sagt, wir brauchen jetzt halt für die neue Applikation ein neues Storage-System, weil wir wollen die Daten nicht irgendwie zusammen mit den Daten von den anderen Nutzern oder anderen Applikationen auf dem gleichen System liegen haben. Wenn ich proprietäre Speichersysteme im Einsatz habe, zeigt sich das Storage-Wachstum ganz besonders an der Rechnung, die einmal im Jahr fällig wird, weil die bei vielen Anbietern natürlich auch von der Speichergröße abhängig ist, wie viel man für das Storage-System bezahlt, was ich auch an Features dazu nutzen möchte. Und wenn ich erstmal eine gewisse Investition in so ein System getätigt habe, komme ich da auch ganz schwer wieder raus. Und ja, die Anforderungen werden immer größer. Man wird da irgendwie so eine Art Zwickmühle getrieben, dass man jetzt diesem einen Storage-Anbieter, mit dem man sich nun mal verbandelt hat, immer mehr Geld in den Rachen schmeißen muss. Und der Schmerz auch damit immer größer wird, weil ja, das Budget, wie gesagt, selten im gleichen Level mit anwächst. Was dann auch dazu führt, dass man sich einfach mal überlegt, ob der Art und Weise, wie Storage bisher gemanagt wird, überhaupt so weiter skalieren kann oder ob man einfach mal vom Konzept andere Ansätze fahren muss. Dass man halt von diesen sogenannten Storage-Silos, sei es jetzt ein Zahn, wo man wirklich ein Shared-Storage hier unten hat, oder klassisch Server mit einzelnen Platten und mehrere davon nebeneinander, die für sich betrachtet, aber eigentlich
unabhängige Entities bilden, dass man sich ein System überlegt, was sich Distributed Storage nennt, dass man also selbstorganisierte, verteilte Speichersysteme aufbaut, die dynamisch dann auch mit den Anforderungen mitwachsen können und im Endeffekt auch nicht mehr jetzt unbedingt vom gleichen Hersteller kommen müssen. Also um mal ein konkretes Open-Source-Linux-Projekt zu nennen, was in diesem Bereich sich tummelt, ist Ceph. Da kann ich gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Was vom Konzept einfach davon ausgeht, du stellst einen Server mit lokal angebundenen Festplatten hin oder dann sagen wir mal drei davon und die machen das schon irgendwie untereinander aus, wie sie die Daten verteilen, sodass sie einerseits redundant gespeichert werden, ich mich aber nicht darum kümmern muss, dass die optimal ausgelastet sind. Also das System organisiert sich selbst und kann auch im Fehlerfall sich selber heilen. Das heißt, wenn ich von diesen drei Maschinen eine rausnehme, ist die Redundanz trotzdem noch gewährleistet und ich muss in den seltensten Fällen irgendwie administrativ eingreifen, um die Daten wieder auf den aktuellen Stand zurückzubringen. Also im Endeffekt macht man da ein RAID über mehrere Server drüber, um es mal ganz banal auszudrücken. Erfordert aber auch, dass ich eine Applikation habe, die mit dieser Art von Speichersystem umgehen kann. Also bei Ceph ist es klassisch, es ist ein sogenannter Object Store. Das heißt, ich kann den beliebig strukturierte Objekte per URL reinwerfen, kriege dann den Handle zurück und unter diesem Handle kann ich das Objekt jederzeit von irgendeinem dieser Knoten wiederfinden oder wiederholen. Aber ich muss halt eine Applikation haben, die entsprechend entwickelt worden ist, mit diesem neuen Konzept umgehen zu können. Und das ist halt gerade, wenn man irgendwie klassisch noch Legacy-Applikationen hat, die man irgendwie im Rechenzentrum beteiligen muss, meistens nicht möglich. So, dass man irgendwie eine Brücke schlagen muss. Auf der einen Seite will man natürlich die Features haben, die ein Ceph bietet, dass man beliebig skalieren kann. Es ist völlig egal, was für eine Hardware darunter ist. Ich habe vor kurzem mit einem Teilnehmer gesprochen auf einer Konferenz, die haben aus den Bürorechnern in ihrem Office einen Ceph-Cluster aufgebaut. Also jeder Laptop, jeder Desktop-PC, jeder Server irgendwo war Bestandteil dieses Speicherverbunds und es war völlig egal, ob mal einer ausgeschaltet war oder kaputt gegangen ist, die Daten waren trotzdem irgendwo noch verfügbar. War ein ganz interessanter Ansatz. Macht aber nur dann Sinn, wenn ich halt eben, wie gesagt, Applikationen haben, die mit diesem Protokoll dann auch sprechen können. Oder ich muss mir überlegen, wie kann ich auf der einen Seite die Skalierung und die Robustheit von so einem Cluster nutzen, aber trotzdem meine klassischen Protokolle daran ansprechen. Also Ceph bietet alternativ die Möglichkeit, Block-Devices daraus herauszunehmen, die ich dann wie eine normale Festplatte ansprechen kann. Dazu komme ich auch gleich nochmal ein bisschen. Ja, zwei Buzzwords, die man sehr oft hört, Unified Storage, Software-Defined Storage, die Wunderwaffen gegen das unkontrollierte Speicherwachstum. Ich will mal kurz versuchen, die Begriffe irgendwie gegeneinander auch abzugrenzen und zu erklären. Also auf der einen Seite haben wir das Unified Storage, was im Endeffekt den klassischen File-Server, das NAS oder auch das SAN unter einem Gerät vereinen soll. Das heißt, ich habe eine Speichermaschine, die eine ganze Reihe von verschiedenen Protokollen sprechen kann, insbesondere halt eben die klassischen dateibasierten Protokolle wie NFS, das Network-File-System, SIFS, auch Samba genannt oder SMB früher, mit dem die Windows-Welt gut zurechtkommt, wo ich einfach Shares anlege. Oder auch, dass ich aus diesem Unified Storage-System mir ein virtuelles Blockgerät geben, das kann über iSCSI oder Fibre Channel, wo dann über das Netzwerk SCSI-Protokoll gesprochen wird und ich auf meinem Client-Gerät im Endeffekt eine weitere virtuelle Festplatte sehe, die physikalisch aber auf diesem Speichersystem abgelegt ist. Fibre Channel over Ethernet. Es gibt auch Serial ATA, also SATA over Ethernet. Das ist auch noch ein Protokoll, was sehr ähnlich funktioniert. Hat sich leider Gottes aber nie so richtig durchgesetzt, obwohl es meiner Meinung nach das bessere Protokoll ist, weil viel weniger Overhead. Aber gut, das sind so die Dinge oder Protokolle, die man in so einem Unified Storage System eben sieht. Also Unified im Sinne eine Maschine, die alles sprechen kann und alle meine Speichersorgen damit erfüllt. Idealerweise dann auch noch Brücken schlägt, dass ich die Daten, die ich eben über SIFS von den Windows-Clients ablege, auch parallel dazu über NFS noch abrufen kann. Ganz schick wäre es natürlich, wenn es auch gleichzeitig eine Schnittstelle in die neue Welt gibt über den Object Store. Das heißt, dass ich an die Objekte auch noch über die neueren Zugriffsverfahren eben via HTTP-Objektzugriff rankomme. Und ja, eben hardwareagnostisch, was für ein Serversystem da konkret drunter steht, ist meistens nicht so wichtig.
Software-Defined Storage im Gegensatz ist mehr so ein Konzept, dass man davon wegkommen möchte, wirklich dem Administrator ein Ticket in die Hand zu drücken, leg mir doch mal bitte ein Volume von 10 GB an und gib das als NFS frei, sondern ich habe ein Storage-System, was mir eine Programmierschnittstelle bietet, wo ich diese Anfrage einfach hin abschicken kann, eine API. Und ich kann damit den Speicherbedarf, den eine Anwendung hat, eben auch quasi als Teil meines Deployments gleich automatisch miterzeugen. Das ist dieses Stichwort Infrastructure as Code, was heute Morgen auch schon mal von Felix gefallen ist, dass ich halt versuche, meine gesamte IT-Infrastruktur skriptbar zu machen und steuerbar zu machen. Und dazu gehört natürlich auch, wenn ich einen neuen Dienst ausrolle, muss ich ihm Speicher zur Verfügung stellen und den möchte ich tunlichst natürlich auch über meine Tools, über meine Skripten automatisiert anlegen können. Und es ist mir dann im Endeffekt auch egal, was für ein Dateisystem da drauf ist oder auf welchem physikalischen Server das liegt. Ich will einfach nur irgendwie entweder einen Object-URL bekommen oder einen NFS-Share, den ich benutzen kann. Alles andere soll bitte schön das Storage-System im Hintergrund automatisch für mich machen. Was da auch hinzukommt, ist dann der Aspekt, dass man eben anfängt, ein sogenanntes Intent-basiertes Provisionierungssystem zu entwickeln. Das heißt, ich sage nicht nur einfach, oder meine Applikation macht einfach Vorgaben und sagt, ich bin eine Datenbank, ich brauche eine bestimmte Anzahl von IO-Operationen pro Sekunde. Du Storage-System, gibst mir jetzt mal bitte ein Share oder ein Volume, was diese Charakteristika erfüllt. Wo die liegen, ist mir wurscht. Oder sag mir erstmal, welche Möglichkeiten ich habe. Und die Applikation macht also ziemlich konkrete Vorgaben, welche Eigenschaften das Storage haben soll, was für einen Durchsatz, wie viel IOPS, auch was die Langzeitarchivierung zum Beispiel angeht und wie das irgendwann im Hintergrund physikalisch abgelegt wird, ist mir von Applikationsseite an der Stelle völlig egal. Spielt dann halt eben zusammen mit den anderen Software-Defined-Diensten, die man so haben, Software-Defined-Networking, dass auch die Art und Weise, wie diese Applikationen und virtuellen Maschinen miteinander vernetzt sind, komplett softwaregesteuert geregelt wird und aufgebaut wird, und der Administrator nicht mehr händisch irgendwo auf einer Oberfläche Server miteinander erstmal zusammenklicken muss. Das Ganze möglichst eben unter einer einheitlichen Programmierschnittstelle, die es mir ermöglicht, das Storage-System mit meiner eigenen Lösung zu integrieren und ansprechen zu können, um dann eigene Frontends und Tools darauf aufbauen und auch entwickeln zu können. Also mal irgendwie eine Art Abstraktionsschicht zwischen der physikalischen Speicherhardware und den Konsumenten davon. So, wenn wir nochmal zurückgehen zu den ganzen Herausforderungen, die wir so haben mit Unified Storage und den Speicherwachstum, ist natürlich die Frage, ob Linux und Open Source eine Alternative dazu sind oder ob es eine EMC oder eine NetApp sein muss. Weil wenn ich mir eine gängige Linux-Distribution heute anschaue, die kann das alles. Die kann iSCSI, die kann NFS, ich kann Samba aufsetzen. Die Hardware-Unterstützung hängt jetzt vom Linux-Distributor ab. Ist sehr breit, es ist nicht nur x86-Hardware, ich kann auch auf kleinen Embedded-Systemen damit arbeiten und ich habe halt eben Open Source mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, die Vorteile sind sicher bekannt, ich kann damit machen, was ich will, die Kosten sind gering, ich habe völlige Unabhängigkeit, ich kann es nach meinem Dafürhalten und meinem Belieben anpassen und verändern, wie immer ich das möchte. Aber hat natürlich gerade in dem berühmten Enterprise-Umfeld den Nachteil, dass es doch immer noch auch zu Akzeptanzschwierigkeiten stößt. Das ist ja nur Hobby-Software und wer frickelt denn daran rum und wer bezahlt mir denn das, wenn da was schief geht? Und wird aber auf der anderen Seite natürlich durch ein immer weiter wachsendes Portfolio an Dienstleistungen und Unterstützung von unzähligen Firmen auch unterstützt und erweitert. Also im Endeffekt, ein Linux-System bietet erstmal so alle Grundvoraussetzungen, die ich brauche mit Open-Source-Software und mit dem entsprechenden Geschäftsmodell kann man da als Dienstleister sicher auch was auf die Beine stellen. Oder wenn ich selber auch einsetzen möchte, ich lade mir halt einfach einen ISO-Image runter, installiere das und lege los. Problem wird es dann oder problematisch wird es dann, dass die Detailkenntnis doch immens ist. Also gerade wenn man so modernere Speicherdienste wie ein iSCSI aufsetzen möchte, oder auch wirklich sicherstellen möchte, dass der Dienst performant ist, stabil läuft. Da sind schon sehr weitgehende und sehr breite Admin-Kenntnisse gefordert. Und da sind wir wieder beim Personalproblem. Linux-Admins, die wirklich diese Bandbreite drauf haben, lassen sich das auch entsprechend bezahlen.
Und es gibt halt sehr wenig Tools, die das wirklich sehr schön benutzerfreundlich auch machen, dass ich eben nicht diese tiefgehende Know-how der einzelnen Dienste brauche. Es geht ja schon los, einfach die Frage, ich habe ein ZFS, welches Kommando nehme ich, um meinen Snapshot zu erzeugen und warum ist das unter ButterFS ein völlig anderes Kommando? Muss man sich alles merken oder in der Manpage nachlesen? Es gibt kein schönes Tool, es gibt wenig Möglichkeiten aktuell, das irgendwie im Tagesgeschäft sich schön zu automatisieren und zu integrieren. Die meisten Admins nehmen dann halt irgendwelche Tools, die sie irgendwo gefunden haben oder schreiben sich Skripten für die tägliche Arbeit. Aber das skaliert dann meistens nicht mit den Anforderungen, die man heute eben an die Storage-Infrastruktur stellt, gerade wenn es um diese Dynamik und Elastizität angeht und die Möglichkeit ist, im Rahmen von Software-Defined irgendwas mit einzubinden. Ich will ja nicht den Admin-Skripten, sondern das Storage, was dahinter ist. Und hinzu kommt, einzelne Server aufsetzen, schön und gut. Wenn ich das Ganze halt eben hochverfügbar und redundant betreiben möchte, dass es auch skaliert, vielleicht auch dynamisch mit den Anforderungen wächst, so wie es Amazon macht, dass sie halt im Weihnachtsgeschäft viel Compute-Hardware brauchen, die sie den Rest des Jahres irgendwie halt als EC2 billig vermieten können. Sowas würde ich natürlich im Rechenzentrum auch gerne haben, dass ich den Server zu den Spitzenzeiten halt laufen lasse und wenn er idelt, dann fahren wir ihn halt runter, um Energie zu sparen. Aber ich will nicht dem Admin ein Ticket schicken, dass er den Schalter umlegt, sondern das sollte bitte schön irgendwie automatisch gehen. Und was meistens auch vergessen wird oder nur halbherzig drüber nachgedacht wird, ja, jetzt hat der Admin das Ticket bekommen, er soll da schnell mal ein neues NFS-Share anlegen. Freitagnachmittag, er wollte eigentlich nach Hause Monitoring vergessen. Das heißt, das Ding läuft super, die Anwender haben ihren Datenspeicher. Ein paar Monate später kriegt er dann ein neues Ticket, dass ihm der Speicher vollgelaufen ist, weil er schlicht und einfach vergessen hat, noch das Monitoring aufzusetzen. Auch da wieder Automatismen und Integration. Kann man sich alles skripten? Gibt es auch einiges an Tools, die einem das erleichtern? Aber so die Rundrum-Sorglos-Lösung ist da bisher wohl noch nicht gefunden worden. Deswegen stehe ich hier vorne. Das ist so die Motivation, wo wir im Endeffekt herkommen. OpenAttic entstand ursprünglich aus einem internen Projekt, was eben genau die Fragestellung, die ich eben so erörtert hatte, eigentlich beantworten sollte oder eben für die IT Novum gelöst hat. Die hatten eben Kunden, die Speicheranforderungen hatten, die mussten als Dienstleistung Storage zur Verfügung stellen und haben dann angefangen, sich zu überlegen, ob man das nicht irgendwie besser toolen könnte. Mittlerweile geht OpenAttic so gefühlt durch die dritte Inkarnation. Wir arbeiten gerade an der Version 2, die aktuell im Beta-Stadium ist. Das ist so die erste Version, die ich jetzt mit begleite. Daher bin ich mit der Historie von OpenAttic auch nicht so tief vertraut. Aber was wir aktuell eben können, Stichwort eben Unified Storage, ist Speicherplatz über die gängigen Protokolle anzubieten, NFS, Samba, iSCSI oder Fibre Channel. Unterstützen dabei lokal eine ganze Reihe an Dateisystemen. Hängt jetzt ein bisschen auch vom Einsatzzweck ab. OpenAttic ist in der Lage, da je nachdem, ob ich zum Beispiel einen VM-Store haben möchte oder einen Mailspool anlegen möchte, kann man verschiedene Dateisysteme auswählen. ZFS ist da immer ganz spannend und interessant, weil es halt eine unheimlich große Vielzahl an zusätzlichen Funktionen bietet, die die anderen Linux-Dateisysteme nicht so drauf haben. Snapshots ist jetzt ein Stichwort, was man da gerne nimmt. Oder auch, dass das gesamte Volume-Management in ZFS intern gemacht wird. Die Robustheit mit Checksummen, es kann Deduplication, es kann komprimieren. ButterFS ist das native Linux-Äquivalent dazu. Der Nachteil an ZFS ist im Endeffekt, es ist kein richtiges Linux-Dateisystem, weil es nie Bestandteil des Linux-Kerns sein wird, aufgrund der Lizenz, unter der es steht. ButterFS ist halt eben die Parallelentwicklung dazu, die sich auch teilweise mittlerweile von ZFS inspirieren lässt. Ursprünglich haben die beiden völlig unterschiedliche Wurzeln und Chris Mason, der Entwickler von ButterFS, kannte ZFS auch gar nicht, sondern hat einfach andere Ideen gehabt, wie man das umsetzen könnte. Was jetzt in OpenAttic gerade in der Entwicklung ist, in der letzten Beta haben wir den ersten Code dafür auch released, dass man auch einen Ceph-Cluster anbinden kann und wir damit die Brücke zu den Legacy-Applikationen auch schlagen wollen. Also ich habe die Möglichkeit, aus einem Ceph-Cluster heraus ein Blockgerät zu definieren und das dann eben als NFS oder Samba Share oder auch als iSCSI Target an meine üblichen Clients weiterzuleiten über Protokolle, die ihnen vertraut sind.
Ceph ist auch eine Richtung, die wir verstärkt in den kommenden Versionen weiter ausbauen wollen, dass man halt wirklich auch Monitoring von Ceph machen kann und auch sieht, wie der Cluster momentan dasteht, was die Redundanz angeht, wie die Knoten verteilt sind und ähnliches. Weiterhin eingebaut ist in OpenRTIC die Möglichkeit, Volumes zu spiegeln. Da nehmen wir einfach das klassische DRBD, Distributed Replicated Block Device, also die Möglichkeit, einen zweiten Server daneben zu stellen. Und alle Volumes, die ich auf der linken Seite anlege, werden 1:1 blockbasiert auf die andere Seite per Netzwerk gespiegelt. Das Ganze kann man dann mit den klassischen HA-Methoden Pacemaker, Chorusync auch hoch verfügbar machen. Das ist ein OpenRTIC-Cluster zur Not, wenn der eine Server ausfällt, auch auf den anderen umschwenkt und dann von dort aus weiterläuft. OpenRTIC ist vom Design her so aufgebaut, dass es multinodefähig ist, dass also verschiedene Instanzen auf Servern installiert werden können. Und wenn die jetzt eine Anfrage kriegen, ein Volume anzulegen, das automatisch an den richtigen Knoten weiterrouten, um die Anfrage erfüllen zu können. Neu hinzugekommen in der Version 2 ist jetzt eine neue Web-Oberfläche, die sehen wir gleich auch noch, sowie eine neue Programmierschnittstelle REST API, die halt eben auf RESTful Services basiert. Die vorhergehende Version hat dafür noch XML RPC verwendet, was so ein bisschen unhandlicher in der Entwicklung ist. Und das Schöne daran, bei uns ist das Monitoring in Form von Nagios bereits eingebaut. Also jedes Mal, wenn ich ein Volume anlege, wird automatisch auch im Nagios der entsprechende Eintrag gemacht, dass er die Ressourcen monitort, diverse Laufzeitparameter mitprotokolliert und dann eben auch Alerts rausschicken kann, wenn das Volume einen bestimmten Level erreicht, was die Auslastung angeht zum Beispiel. Und ja, wir haben eine Open Source und eine Enterprise-Version, wobei Enterprise momentan mehr sich auf die Dienstleistung bezieht. Es gibt ein Subskriptionsmodell, wir machen Dienstleistung, Wartung und Support dafür. Vielleicht nochmal ein Blick in die Architektur von OpenRTIC an sich. Wie gesagt, die REST API ist neu und die neue Oberfläche, die sich hier oben befindet, die ist in Bootstrap geschrieben und verwendet AngularJS als JavaScript-Framework außenrum. Sieht also auch recht ansprechend aus. Und die gesamte Web-Oberfläche benutzt auch nichts weiter als eben diese REST API, um alle Aktionen auszuführen, die das Backend dann durchführt. Das Backend sind im Endeffekt die beiden Teile, die man hier in der Mitte so hat. Die API selber wird über das Django REST Framework implementiert. Der harte Kern, also der Teil, der die eigentliche Arbeit macht, ist auch in Django, also Python geschrieben, als Applikationsserver und verwendet dann das Debus-Protokoll, um mit dem System die Kommandos auszuführen. Hier steht Systemd, man darf sich nicht verwirren lassen, das ist nicht der Leonard Pöttering Systemd, sondern das Ding heißt einfach nur so bei uns, zufälligerweise. Ist aber ein Prozess oder ein Stück Code, das wir selber entwickeln. Es ist im Endeffekt der Teil, der dann auf dem lokalen System wirklich die notwendigen Shell-Kommandos ausführt, um halt eben ein Logical Volume anzulegen, Dateisystem anzulegen. An irgendeiner Stelle muss man ja mal zu den Tools auch runterkommen, die eigentliche Arbeit machen. Und da ist dieser bei uns Systemd genannte Prozess für zuständig. Ja, die Namensgebung war vielleicht nicht so geschickt, aber so ist es nun mal. Die Metadaten, die man da so für braucht, speichern wir in einer Postgres-Datenbank. An diese Datenbank können sich auch mehrere OpenRTIC-Knoten dran anmelden und dann sich über die Datenbank auch synchronisieren und austauschen, dass eben alle Bescheid wissen über den aktuellen Stand der Dinge. Es gibt hier oben noch dieses Multinode-Interconnect, das hat so ein bisschen was mit dem Routing zu tun. Wenn eben eine Anfrage reinkommt, wird hier oben in dem Layer entschieden, welcher der Knoten die Anfrage bearbeiten muss. Daher kommt dieser Weg zustande. Und hier links eben ist ein Beispiel, wo jetzt die Web-Oberfläche als Client mit der REST API spricht. Hier rechts drüben könnte das jetzt irgendwie eine selbstgestrickte Applikation sein, die halt eben unsere API verwendet, um Speichermanagement zu betreiben. Screenshot, das ist so unser Dashboard, wenn man sich auf der Startseite quasi einloggt. Bisschen Health Monitoring, man sieht aktuelle Auslastung, Netzwerktraffic, so die wichtigsten Parameter auf einen Blick. Neu hinzugekommen sind hier unten jetzt diese sogenannten Wizards. Das ist eine Evolution zu den vorherigen OpenRTIC-Versionen, wo man im Endeffekt als Admin eigentlich genau wissen musste, in welcher Reihenfolge ich welche Schritte durchzuführen habe, um einen Share oder ein Volume anzulegen. Dass man also zuerst mal in LVM ein Logical Volume macht, dann ein Dateisystem anlegt und so weiter. Also die gesamten
Komponenten oder Assets, die OpenAttic verwaltet hat, waren in der vorherigen Version links einfach als ein sehr tief verschachtelter Baum. Und man musste sich dann da durchklicken und in der richtigen Reihenfolge da durchgehen, um zum Ziel zu kommen. Diese Wizards nehmen einem diese Arbeit so ein bisschen ab, indem man einfach sagt, ich will jetzt halt ein VM-Storage anlegen oder ein iSCSI. Okay, gib mir mal den Namen, welches Dateisystem, fertig. Und dann macht er den Rest ziemlich automatisch. Also, dass man einfach einen Workflow hat, der so die klassischen Admin-Aufgaben an der Stelle übernimmt. Webinterface ist halt schick und schön, aber wirklich nur dann notwendig, wenn man auch wirklich händisch irgendwie in einem kleineren Umfeld mit OpenAttic arbeiten möchte, wo dieser Software-Defined-Aspekt jetzt nicht so die Rolle spielt, aber man trotzdem irgendwie Storage-Management ein bisschen komfortabler gestalten möchte. Wenn man sich mal so ein einzelnes Volume anschaut, sieht man hier ein paar nette Graphen dazu, die einem halt so eine Übersicht geben, wie wohl sich dieses Volume momentan fühlt und wie es ausgelastet ist. Und falls einer dieser Parameter halt aus dem Rahmen schlägt, kann man dann sich aktuell, ich glaube, per E-Mail informieren lassen. Das mit dem Alerting, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, um das noch ein bisschen praxistauglicher zu machen. Zeit liegen wir gut. Ich habe eine Demo vorbereitet, muss ich sagen. Live-Demos hier direkt am Rechner rumklicken haben so die Tendenz, immer in die Hose zu gehen. Deswegen habe ich gestern einfach mal einen Screencast gemacht, den ich so ein bisschen moderieren möchte, in der Hoffnung, dass der jetzt auch spielt. Der ist für die Aufzeichnung später dann auch irgendwie als höher auflösendes Video zu haben. Upp, das war nix. Ich hoffe mal, das kann ich jetzt einfach so starten. Tut sich da was? Ja, genau. Also, geht los mit dem Login-Schirm. Username, Passwort, klassisch. Hier ist auch eine Anbindung an Active Directory möglich oder an andere Directory-Dienste. Das heißt, ich kann die User extern pflegen. Gut, dann startet mein Dashboard, zeigt mir eben an, wie momentan so mein Server drauf ist. Das ist eine VirtualBox-Demo-Maschine, die hat nicht allzu viel zu tun. Also nicht wundern, dass die Graphen alle nicht so spannend aussehen. Und dann hat man halt links verschiedene Tabs, die halt die verschiedenen Speicherebenen im Endeffekt zeigt. Hier haben wir die physikalische Sicht auf die einzelnen Festplatten. Der sagt jetzt schon mal, oh, mit der Platte ist irgendwie ein random Zugriffsmuster, da solltest du mal gucken. Die anderen sind momentan noch idle. Über Platten wird dann normalerweise ein Storage Pool definiert. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Z-Pool mit ZFS. Und hier unten haben wir noch einen LVM-Pool. Das ist dieser Test-VG daneben dran. Und mein Home-Verzeichnis oder das Root-Dateisystem, die Ubuntu-VG, ist halt mit 8 GB ein bisschen knapp, deswegen ist das rot. Nächster Schritt oder nächster Layer wären dann die einzelnen Volumes, die auf diesen Pools angelegt werden. Da werden hier aktuell noch die Festplatten angezeigt. Das ist ein Bug, den wir noch beheben müssen. Aber dann sieht man hier zum Beispiel auch schon den Graphen für den gesamten Z-Pool, wie sich der so macht. Und ich habe hier an der Stelle unten die Möglichkeit, auf dem Volume entsprechend, da kommen wir gleich zu, Userverwaltung, klar. Also wenn ich die User lokal verwalte, kann ich das über diesen Weg machen, kann ihnen verschiedene Rechte vergeben. In den Command-Log sehe ich im Endeffekt wirklich die Shell-Kommandos, die OpenAttic im Hintergrund ausführt, um den Dienst oder die Aufgabe zu erfüllen, die ich ihm gerade gegeben habe. Kann man schön nachvollziehen, was ein Admin alles hätte tippen können oder was ich in ein Shell-Skript hätte schreiben sollen. Was machen wir als nächstes? Ich glaube, wir nehmen einmal einen Wizard, um einen File-Storage anzulegen. Genau. Das heißt, der geht einfach in ein paar Schritten durch. Ich wähle erstmal den Namen, aus dem ich dem Volume geben möchte. Dann den Pool, auf dem er das ablegen soll. Ihr habt, glaube ich, jetzt den Volume Group genommen. Kann jetzt die Größe angeben. Der meckert dann, also da wird auch schon eine Überprüfung gemacht, dass ich da einen vernünftigen Wert eingebe. Ich wähle das Dateisystem. Deletion Protection ist noch ganz praktisch. Da kann ich das Volume gegen versehentliches Löschen schützen. Hier kommt Mirroring mit DRBD, wenn es fertig ist. Das sind wir gerade noch bei. Und hier wähle ich aus, was für ein Share ich eben machen will, ob ich einen SIFS anlegen möchte. Da sind dann ein paar Dinge einfach schon vorgegeben. Und dann trage ich da vielleicht noch einen Kommentar ein, den der Anwender dann in seiner Netzwerkumgebungs-Browse-Liste sieht. Und dann Next. Und das war's im Endeffekt. Jawohl. Fertig. Und damit ist mein Share angelegt. Der arbeitet jetzt im Hintergrund den Job ab und in meiner Liste von Volumes sehe ich jetzt hier unten den neuen Share, den ich gerade angelegt habe. Das sieht noch ein bisschen seltsam aus, da sind die Graphen anfangs kaputt, weil das Narios noch nicht durchgelaufen ist.
Jetzt machen wir mal noch ein zweites Volume. Das liegt jetzt, glaube ich, auf dem ZFS-Pool. Genau. 5 Gig. Und da habe ich jetzt, glaube ich, gesagt, ich möchte eine LAN einlegen. Also, das ist jetzt noch mal ein ZFS-Volume. Es war spät gestern Nacht. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, was ich da alles gemacht habe. Aber ich hoffe, es gibt mal so einen Eindruck, wie die Web-Oberfläche sich momentan anfühlt und wie sie sich benutzen lässt. So, jetzt haben sich die ersten Statistiken auch schon gebildet. Da der Rechner keine Last hat, sieht man da jetzt nicht allzu viel. Jetzt lege ich hier mal händisch nochmal einen NFS-Share an. Das kann ich nachträglich bei den Volumes natürlich auch machen. Also ich kann entweder über den Wizard das in einem Zug erledigen oder wie gehabt erst das Volume anlegen und dann den Share im Nachgang freigeben oder auch verändern, wenn ich das möchte. Und im Endeffekt macht OpenEtiquette an der Stelle nichts weiter, als eben den entsprechenden Eintrag in der ETC-Exports vorzunehmen, das Monitoring aufzusetzen, NFS-Server neu starten und damit ist der Share sofort verfügbar. Hier, jetzt zeigen sich dann auch schon die Performance-Graphen, ist halt nicht viel zu sehen, aber you get the deal, wie man im Englischen so schön sagt. Hier sind noch so ein paar Optionen, jetzt füge ich hier, glaube ich, noch ein iSCSI-Target hinzu. Genau, LAN 01. Das kommt, glaube ich, aus der LVM Volume Group. Genau, wo ist er denn? Das ist der zweite von oben. Das ist jetzt meine LAN und jetzt kann ich über den Punkt iSCSI sagen, an welchen Host, also welcher Host das Ding als Target haben soll. Ich habe bloß noch keinen Host definiert, deswegen muss ich jetzt erst nochmal in die Hostsliste zurück und lege mir hier eben einen Host an, der darauf zugreifen soll. Also gerade was den Workflow und die Benutzeroberfläche angeht, sind wir momentan auch sehr an Feedback interessiert. Also wer sich es anschaut und irgendwie denkt, das läuft noch nicht so rund oder das ist unschön, darüber würden wir gerne hören, um das eben in Zukunft besser machen zu können. Hier haben wir jetzt den IQN angelegt, also diesen Identifier, den man für iSCSI braucht. Und wenn ich den habe, dann kann ich den Host auch eben als dafür auswählen, dass er auf dieses Target zugreifen darf. Chuck. Fertig. Und jetzt könnte ich an der Stelle von meinem Host aus sagen, ich möchte da hinten auf dieses iSCSI-Target zugreifen und OpenEtiquette würde es entsprechend auch hier wieder im Monitoring überwachen. Was die Demo jetzt nicht zeigt, ist, dass man halt eben über die Oberfläche auch Snapshots anlegen kann zu jedem Zeitpunkt, zu Backup-Zwecken. Was können wir noch? Wir können Volumes in der Größe verändern und ja, ist noch ein bisschen was zu tun. Da war schon wieder der Logout. Wie gesagt, nur mal um so einen kleinen Teaser zu haben, einen Eindruck zu kriegen, wo wir aktuell mit der Entwicklung stehen. Also die Oberfläche der Version 2.0 ist leider noch nicht 100% feature-complete zu dem, was die älteren Versionen konnten. Schlicht und ergreifend, weil wir halt wirklich komplett vom Konzept neu angefangen haben. Und wir jetzt auch ein bisschen darauf hören wollen, okay, wir haben einen gewissen Stand erreicht, das geht schon. Was ist euch am wichtigsten? Wo soll die Reise hingehen? Wo seht ihr als User den dringendsten Handlungsbedarf, dass wir uns da entsprechend priorisieren können. Einerseits, dass wir selber die Entwicklung in die Richtung treiben. Auch hier Patches sind natürlich gerne willkommen. Es gibt eine ganze Anzahl von Ressourcen, die man sich da anschauen kann. Wir haben jetzt gerade ein neues Blog aufgemacht. Doku wird gerade auch from scratch neu geschrieben. Das heißt, aktuell gibt es im Prinzip nur eine Installationsanleitung und alles andere muss man sich so ein bisschen zusammentun. Aber auch das machen wir parallel und wird kontinuierlich erweitert, auch parallel zu den Releases, die wir aktuell versuchen, einmal im Monat zu machen. Wir haben Pakete für Debian-basierte Distributionen 7 und 8, für Ubuntu, LTS 14.04. Neu hinzugekommen sind RPM-Pakete für CentOS 7 oder RHEL 7 oder Derivate davon. Der gesamte Quellcode wird bei uns in Mercurial verwaltet und ist über Bitbucket abrufbar. Da kann man auch Bugs reporten und uns Pull-Requests schicken, wenn es irgendwie Patches gibt. Und wir twittern und sind auch auf Google Plus zugange. Und damit bin ich am Punkt, wo es um Fragen geht. Habe ich euch alle erschlagen? Da ist eine Frage.
Du hast vorhin erzählt, dass man im Command-Log mit nachschauen kann, mit welchen Kommandos im Volume eingelegt wird. Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, man möchte ein besonderes Feature haben, welches hier in der Web-Oberfläche man eingelegt hat. Mhm. Und ich mache das händisch auf der Kommandozeile. Okay. Erkennt das System im Anschluss, ja, hier ist ein neues Volume, oder muss ich dann auch noch in der Postgre entsprechende Metadaten dazu anlegen? Wenn du Volumes unter OpenATTIC anlegst, kriegt er das nicht mit. Also es gibt, glaube ich, ein Kommando, dass man ihm sagen kann, scan mal alles, was du so findest, um seine Liste zu ergänzen. Aber du müsstest es in der Datenbank nachtragen. Also wenn du OpenATTIC für die Verwaltung verwendest, solltest du auch wirklich nur über die OpenATTIC API die Aktionen ausführen. Anders geht's nicht, weil wir müssen irgendwie unsere Murmeln irgendwie in einem Sack behalten, wie man so schön sagt. Aber du hast mit dem Punkt, diesem ShellScript-Recorder, noch einen Punkt angesprochen, den ich noch erwähnen wollte, was es Entwicklern recht einfach oder meiner Meinung nach recht einfach macht. Wenn ich jetzt eben OpenATTIC wirklich über die API ansprechen möchte, ist es ein bisschen mühsam, erstmal durch die ganze API-Dokumentation zu gehen, schauen, welches Kommando muss ich denn überhaupt aufrufen. Was ich hier jetzt gar nicht gezeigt habe, ist, was ist der sogenannte API-Recorder, den wir in unsere GUI integriert haben. Das heißt, ich kann an beliebiger Stelle auf Aufnahme klicken, klicke mir dann die Schritte zusammen, die ich durchführen will, was weiß ich, ein Dateisystem anlegen, ein Share und so weiter. Und er protokolliert all die API-Aufrufe, die er dabei erzeugt, in eine Datei mit, die ich mir dann mit Cut and Paste in ein Python-Skript umkopieren kann und habe dann damit zumindest schon mal eine Vorlage, wie mein Skript aussehen würde, wenn ich es jetzt händisch machen müsste. Es ist noch nicht so weit, dass man dieses Skript Cut and Paste wieder ausführen kann. Da fehlen noch ein paar Dinge, aber zumindest die einzelnen API-Aufrufe, die er getätigt hat, sind da drin, um mal als Entwickler einen Anreiz zu kriegen, in welche Richtung das geht. Da? Das würde ja für ein komplettes Parameter-Restore ganz interessant sein. Wenn man das ja, im Endeffekt machen, ja, genau. Für ein ganzes Datacenter. In dem Fall, ja, Bare Metal is Restore ist so ein bisschen schwierig, weil der Software-Defined Storage-Ansatz sagt mir erstmal nur, leg mir mal ein Storage mit den und den Kennzahlen und Parametern und der Größe an. Aber die Daten, die da ursprünglich mal drauf waren, sind jetzt ja nicht mehr da, wenn ich es neu anlege. Also man müsste dann irgendwie den Restore der Daten da rein nochmal über einen anderen Weg machen. Und das Backup und Restore ist ein Thema, aus dem wir uns aktuell komplett raushalten, muss ich dazu sagen. Absolut. Richtig. Wir unterstützen es insofern, dass wir halt eben wirklich Snapshots über LVM, ZFS oder ButterFS anbieten, um halt eben ein Dateisystem zumindest mal in einem konsistenten Zustand zu halten, um es dann in Ruhe backuppen zu können. Die älteren Versionen von OpenATTIC hatten ein Feature, das nannte sich SnapApps. Das sind die Snapshot-Applications. Das wollen wir jetzt auch wieder ins Leben zurückrufen. Das ist im Endeffekt eine Art Plugin-Infrastruktur, wo ich, wenn ich einen Snapshot erzeuge, beliebigen Code aufrufen kann, der dann zum Beispiel einer MySQL sagt, dass sie ein Flush-Tables with Readlock machen soll oder einer MS-SQL, dass sie eben auch sicherstellt, dass ihre Tablespaces auf der Disk konsistent sind. Dass man also im Rahmen dieses Snapshots irgendwie eine Applikation sagen muss, hey, pass mal auf, du wirst jetzt gerade gesnapshottet. VMware mit seinen virtuellen Maschinen kann das ja auch, dass man halt sagen kann, hier, wir wollen jetzt mal gerade den VM-Store sichern, friere die mal alle ein, dass die konsistent sind und danach, wenn der Snapshot gemacht ist, kannst du weiterlaufen. Das wollen wir, wie gesagt, als offene Plugin-Schnittstelle in OpenATTIC integrieren, dass man halt wirklich für seine Applikation selber so eine Snap-App entwickeln kann, die dann die richtigen Dinge tut, bevor das Dateisystem, was darunter liegt, eingefroren wird. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, brauche ich jetzt ein Storage-Tool darunter, auf dem ich dann zum Beispiel ZFS einrichte, oder mache ich das auch mit dem OpenATTIC, dass ich sage, ich habe jetzt hier nicht fünf Festplatten, die ich als ZFS-Tool einbauen will. Aktuell? SSD für, keine Ahnung, die Archive-Funk, also wie ist es irgendwie? Für das LHAAC. Ja, also den Cache, den ZFS da hat. Leider ist es aktuell noch so, dass man den Schritt noch zu Fuß vorher machen muss. Also eine Volume Group anlegen oder einen Z-Pool anlegen macht man momentan noch auf der Kommandozeile und sagt dann OpenATTIC, guck doch mal, was du da findest, und dann registriert er sich und hat er in seiner Oberfläche. Aber wir haben es von der Oberfläche schon so mit diesem Disks View, den wir da haben, schon so eingerichtet, dass man da in Zukunft die Festplatten anhakt, die man eben in einen Pool umwandeln möchte und dann sagen kann, ich möchte da einen LVM oder einen Z-Pool drüber legen. Haben wir noch nicht geschafft.
viel zu tun. Aber ja. Die Postgres, die da läuft, ist die quasi, wird die irgendwie repliziert automatisch, wenn ich verschiedene Knoten habe? Oder habe ich eine, die ich irgendwo an zentraler Stelle laufen lasse, auf die alle Knoten zugreifen müssen? Beides ist möglich. Die Default-Installation legt einfach lokal eine Postgres an. Und ich könnte die dann zum Beispiel auch mit DRBD auf den zweiten Knoten replizieren. Aber beide Knoten sprechen immer nur live nur mit einer Datenbank. In dem größeren Setup könnte ich die natürlich auf eine eigene Instanz rausziehen und die dann entsprechend redundant clustern oder wie auch immer. Also das ist ja nur eine Anpassung, wo der Python-Code sich hin connecten soll, aber das ist machbar. Okay, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und